Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Das Strumpfband wird immer gespannter. Das Gummiband wird immer gespannter. Es ist schon hauchdünn, wenn ihr versteht, was ich meine. Dieses Gummiband der Liebe. Aber eigenartigerweise ist das Wesen dieses Bandes, wenn man es sieht, immer, dass es nie aufhört. Es wird zwar immer dünner. Und man muss aufpassen, dass es dann einem nicht um die, sozusagen um die Snorre haut, also wenn es reißt, sondern es wird immer dünner, dieses Band, dieses Gummiband der Liebe. Und das merken wir vielleicht alle. Und heute beginnt dann wieder so ein neuer Tag. Und dann muss man sich wie vornehmen, alles aus Liebe zu Gott zu tun. Weil sonst könnte es so ganz leicht passieren, dass ich jetzt nachher meinen Laptop runtermache und nochmals ins Bett gehe bis um 10. Weil ich denke, ich möchte gar nicht aufstehen. Ich möchte nicht aufstehen, ich möchte lieber liegen bleiben. Und das wäre dann so die perfekte, eigentlich die perfekte Lebensverdrängung. Dann bringt man alles so hinter sich. Und deshalb ist es so wichtig, dass man wie all das, was heute kommt, was einem so begegnet oder wer einem so begegnet oder was auch immer kommt, welche Situationen es auch immer geben wird, man muss dann so aufpassen, sie sofort mit der Liebe zu beantworten. Und das geht eigentlich morgens dann schon los beim Aufstehen. Das geht schon da los. Und das geht dann am Abend auch schon, wenn ich dann ins Bett steige, ist es genau dasselbe wieder. Alles zwischendrin bis dahin und von dahin bis dahin aus Liebe zu Jesus. Alles aus Liebe zu dir, Jesus. Und das müssen wir wie lernen. Das müssen wir unbedingt wie lernen. Das müssen wir unbedingt wie lernen. Und deswegen haben wir heute Morgen schon gebetet miteinander. Deshalb haben wir schon gebetet, damit wir die Kraft dazu bekommen, um Ja zu sagen. Und dann sind wir in der Nachfolge der Heiligen. Dann beginnen wir rudimentär, also rudimentär heißt tangential. Und tangential heißt ganz langsam mal so ungefähr. Eine Tangente, die berührt. Und rudimentär heißt anfanghaft. Dann beginnen wir rudimentär diesen Weg Jesu zu gehen. Das ist vielleicht auch das, was man sich dann oft so denkt. Man wäre schon so auf dem Weg der Nachfolge. Und dann muss man oft so manchmal so sagen, na, kurz davor, sozusagen, gell? Und ich spreche jetzt niemandem den Glauben ab, das ist ja gar keine Frage so, gell? Ich rede ein bisschen frech auch. Aber wir denken dann immer, wir wären schon so tief drin, derweil spüre ich so für mich, ach, ich bin so am Anfang. Ich bin so am Anfang. Aber man kann das dann so schön lernen. Jeden Tag, wenn denn so eine Situation kommt, ich habe mir heute meinen Terminkalender aufgeschrieben, 9 Uhr Beerdigung, 18 Uhr Vorabendmesse. Und das war's. Eigentlich könnte ich mir das auch merken, gell? Aber was zwischendrin ist, das bleibt Secretum mihi. Das bleibt mein Geheimnis. Und das weiß nur Gott. Das weiß dann nur Jesus. Das weißt du, Jesus und du. Oder Maria und du. Oder Josef und du. Wie auch immer. Und ganz ehrlich gesagt, die anderen interessiert es auch gar nicht. Weil sie immer nur mit sich selber beschäftigt sind. Also, aber Jesus interessiert sich dafür. Der interessiert sich brennend dafür. Die anderen sind nur mit sich selber beschäftigt.
bitten wir Jesus jetzt um seinen Segen für diesen heutigen Tag. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich bildet. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.